Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harvest Moon, der Großbazar. Wir sind im dritten Jahr. Ich glaube, wir haben jetzt im letzten Part den Bazar gemacht. Wir müssten heute das Ergebnis kriegen. Es war, glaube ich, so knapp bei uns, ne? Störe euch gerade ein wenig. Ich glaube, das war mega knapp, dass wir die 1,5 geschafft haben. Also nicht geschafft haben. Ich bin fertig mit deiner Bestellung. Komm doch nachher vorbei. Ja, ich glaube aber, dass wir jetzt alles durch haben. Bis dann. Ich will erstmal was essen. Stimmt, die müssen wir auch nochmal. Gießkanne ist leer. Immer diese Gießkanne. Wieso habe ich die überhaupt? Wenn die ja doch nicht gießt. So, die haben jetzt alles aufgegessen. Warte. Ich komm und bring dir. Moment. Auch nur ein. Da sind ja einmal Futter drin. Es tut mir leid, mein Gott. Tut mir leid. Ach stimmt, jetzt ist es eh dabei. Heute ist ja das Ergebnis zur Verkündigung hingehen. Kümmere ich mich um die Tiere gleich, wenn ich zurück bin. Also es sind wohl alle da. Dann verkündige ich jetzt das Ergebnis des Bazaars. Zuerst die drei besten Stände. Mit Platz 3 mit 64.000. Mucho! Wir haben ja 91.000 zusammengekriegt, ne? Auf Platz 2 mit 80.000. Wilbur. Ja, das meiste Geld war von mir. Und nun der erste Platz mit 91.100. Oh yeah. Der Stand von Simba. Ja. Yeah. Wir haben es richtig gerockt. Wunderbar, Simba. Ich würde gern mit dir an deinem Stand arbeiten. Oder wäre ich da im Weg? Als nächstes nun derjenige, der bei den Kunden den besten Ruf hat, die beste Wertung erhielt. Simba, die Kunden loben die Qualität deiner Waren sehr. Sie bleiben dir treu. Oh yeah. Als Vertreter des Dorfes bin ich sehr stolz. Weiter so, hm? Du hast ja sowohl den Preis für den besten Stand und den besten Ruf erhalten. Wunderbar. Als Zeugnis davon bekommst du von mir Sushi. Yay. Dank euch ist der Bazar zum Super Bazar fast geschafft. Haltet noch ein bisschen durch. Auf geht's. Ja. Das Gute ist, beim nächsten Bazar werden wir es auf jeden Fall schaffen. Jetzt hat er mir schon drei Kühe rausgeklaut. Aber das Gute ist, wir können jetzt auch endlich Futter-Dings kaufen. Medizin für Ling. Ich weiß nicht, warum Ling so krank ist. Mädchen, Kinder! Ich will noch nie die Kinder werfen. Echt unglücklich. Also auch noch. Ein Schaf. Thank you.
Ja, guck mal, das Futter da. Willst du nicht? Dann halt nicht. So, jetzt wird gefuttert. Jetzt wird gespannt. So, jetzt nehmen wir noch die anderen zwei Kühe. Ah, ja, klar. Jo. Mensch, Dark, jetzt lass doch mal die Kuh in Ruhe. Ich muss die hier, melken. Ich kann nicht die ganze Zeit da so rumgucken. Wo ist jetzt die andere Kuh? Ich schubse dich runter. Hab ich nicht gesagt. Ein Kohlweißling gefangen. Sehr gut. Kommt rein. Moment, ich hatte doch dann noch auch Öl. Und noch ein Kohlweißling. Ha! Mir entgeht hier gar nichts. Oder? Ganz vorsichtig mal. Dies kann er sehr. Haben die so an sich. Also wir wollten aus dem einer Milch, aus der einen Milch dann halt Käse machen, Butter, Mayonnaise. Hey, ja. Ne? So. Dann wird aus dir Butter gemacht. Machen wir es dir auch Käse. Und aus den Eiern wollte ich Mayonnaise machen, ne? Und denen, von denen ich mehr habe, genau. Oh, so ein Matcha-Tee und nochmal Käse. Kann der andere zum Beispiel, das andere Ei, ja, Dings werden. Ach lol, da fällt mir gerade was ein. Was mache ich jetzt mal in diesem Fest? Ja, noch von dem Bazar. Hatte ich ja noch Dings. Da habe ich ja die nur abgemolken am Ende und dann. Er geht nicht rein. Okay. Dann habe ich die ja im Prinzip ja auch fertig gemacht. So oder so ähnlich wird schon. Jo. Ey. Ey. Ey.
Blümchen sammeln. Ganz wichtig. Guten Tag, sind mal viel Erfolg auf der Arbeit. Ja, habe ich. Ja, das mag ich ja. Vielen Dank. Ich bin halt ein Schlaukopf. Ich habe viel zu viel Zeit hier verbraucht. Aber ist egal, ist ja alles gegossen. Die glitzert aber auch gar nichts, ne? So ein Mist aber auch. Ich will meine... Dies kann man doch nochmal verbessern. Guten Tag, Simba. Hi. Jetzt ist Frühling, jetzt kommen so die ganzen Schmetterlinge wieder raus. Diese ist fertig. Ja, dann können wir gleich die Mayonnaise machen. Gießkanne. Ich hoffe, dass sie dann besser wird. Eine Stunde. Dann puste ich mal. Bessere Gießkanne wäre nämlich schon nicht übel. So, hi. Ich hätte ganz gern Tiermedizin. Ja, ich möchte ganz gerne auch was verkaufen. Und du kannst das haben. Dann habe ich eigentlich schon fast alles einfach, was ich ja eh verkaufen wollte. Das sind Blümchen. Das war's. Dann habe ich ja im Prinzip auch schon alles verbessert, was verbessert geht. Da fehlt uns ja nur noch das große Bett und das kriege ich wahrscheinlich dann erst, wenn ich geheiratet habe. Hast du irgendwas Neues? Natürlich bin ich fleißig. Du siehst das neu aus. Eh, alles ist bekannt, okay. Ich frag mich, ob meine Sachen noch frisch sind. Du siehst gestresst aus, machst du mich kaputt? Ja, da sagst du was. Ich bin immer so gestresst. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit dem ganzen Stress. So, ich brauche einmal Honig und einmal... Was war das denn? Walnüsse. Irgendwann merke ich mir das, was das auch ist. Aber das sind Walnüsse. Jetzt noch einmal schön Honig. Auch immer hier drin ist, nehme ich mit. Und schon Walnüsse. Na du? Ich würde doch niemals faulenzen. Was denken die eigentlich immer von mir? Ich denke immer das Schlechteste, ne? So krass. Es ist so traurig, dass sie immer das Schlechteste von mir denken. Finde ich nicht in Ordnung. Aber jetzt sind meine Walnüsse fertig. Nee, du nicht. Was haben denn eigentlich die Kekse? Frische ist immer noch hervorragend. Ja, okay. Wenn die da sagen, dann ist das so wohl so. So, davor aus kann ich noch Matcha-Tee machen.
Warum nicht, ne? Matcha-Tee verkauft sich halt sehr gut. Und er braucht halt ein bisschen länger. Aber ich brauche ja, glaube ich, nur einmal Kräuter für das Teefest. Dann gehen wir uns jetzt echt um unser Huhn kümmern. Das macht mich ein bisschen Sorgen. Wo ist es denn? Aber wieder gesund. So, wo ist mein Hund? Genau. Ach da. So. Okay. Ja, bravo Hund. Und gleich nochmal. Zwei. Bin hier. Und drei. Ich muss noch einen Tag reiten, fällt mir ein. Ich hoffe, heute hatte keiner Geburtstag. Ich gehe aber mal gucken. Immer schnell gucken, weil das mit Dark ist ja relativ schnell. Relativ schnell vonstatten. Sagitu hat heute Geburtstag. Oh nein, sie hat heute Geburtstag. Moment. Hier, kriegt das Blümchen. Dark, wir müssen. Reite wieder Wind. Ich sag reite wieder Wind und nicht wieder letzte Armleuchter. Und gleich wieder. Ich muss nur ganz schnell noch Kakitsu was zum Geburtstag schenken. Ich meine, ich vergesse die Frau eh schon so oft. Entschuldigung, ich denke gerade nach. Ja, das war mir irgendwie bewusst hier. Danke für die Mühe, aber ich kann das nicht annehmen. Was? Warum nicht? Nicht. Dann kriegst du halt nichts zum Geburtstag. Selber schuld. Dann bist du halt selber schuld. Wo ist mein Pferd? Mit dem muss ich noch ein bisschen trainieren. Obwohl du mit Training schon echt krass bist, ne? Du bist eigentlich schon durch. Ich muss nur lernen, um die Ecken zu kommen. Nee, übertreib mal. Nein! Wieder der Fehler, dass ich so um die Dings gerannt bin. Aber immer noch 27, ne? Dark ist flink. Ich glaube, Dark ist jetzt mit seinem Training auch durch. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch groß an Training braucht. Komm mal mit, Pippi. Hi! Ist es fertig. Erhol! Ach, Kind. Der hat ein Level Up. Wo hat die denn Level Up? Ling ist gestresst, den habe ich aber jetzt geheilt. So. Eno hat Zuneigung 1, Training 0. Iva hat Zuneigung voll, aber nur Training 3. Und Dark fehlt nur noch so Training. Wer hat denn jetzt als nächstes Geburtstag? Ah, da kommt das Blumenfest. Okay. Da müssen wir uns die ganzen Blumen mitnehmen. So, 50.
Also wenn ich, glaube ich, auch mal so investieren würde, so in... Ja, gut, das ist die Edelkäse, den kriege ich nicht. Aber das hier, den Kräuterkäse zum Beispiel. Und den Joghurt. Müssen wir uns mal... muss ich mir... Bei uns hat immer noch viel. Aber darf ich jetzt mal nicht vergessen, die ganze Kamille mal nicht zu verkaufen. Ohne zu speichern, schlafen gehen. Weil ich ja eh gerade nicht gießen kann. Das ist nicht so gut. Jetzt nicht. Das ist das Pferd, also das Pferd und das Schaf habe ich noch nicht. Wollte ich jetzt nicht, ich wollte eigentlich einen von euch rubbeln. Ah, ich verbrauche viel zu viel Zeit. Ach, du warst der Letzte. Komm mal weg. Ja, ich weiß, du bist hier. Da ist da. Aber alle sind wieder happy. Guck mal. Wir sind wieder happy. Das freut mich. So, darf ich jetzt noch meine Tiere versorgen? Und zwei Schmetterlinge muss ich haben. Milch habe ich gar nicht, wie ich bräuchte. Das Ganze zu machen. So, euch habe ich ja im Prinzip schon versorgt mit Speicheln und Anreden. Ihr müsst ja nur noch gemolken werden. Aber gibt es denn keine so Räume für den Frühling? Ja, echt schade. Aber keiner irgendwie was machen zu sollen. Oh. Ich muss jetzt erstmal meine Gießkanne holen. Und nicht vergessen, die Kamille darf ich nicht mitnehmen. Also nicht verkaufen. Minze. Das sollte ich doch ein bisschen Geld investieren, beziehungsweise die Milch, die gute Milch, dann in Joghurt investieren. Jetzt ist Montag. Ich dachte aber trotzdem nicht. Meine Gießkanne fertig.
Naja, immerhin. Jo. Haben wir noch ein Blümchen? Ja. Gucken wir gleich mal, wie weit die macht, ne? Jo. Bin ich ja mal gespannt. Jo. Sammle schon wieder viel zu viel Blumen. Jo. Die kriege ich doch im Leben nicht weg. Naja, zur Not kann ich sie nach dem Blumenfest ja auch verkaufen. Ne, Pippi, du weißt, was ich meine. Lass mich raten. Ah, hier stehst du. Ja, so viel bin ich schon mal da. Kannst mal sehen. Ich bin kein Sittensträuch, wie alle denken. Ne, vielleicht ein kleiner Sittensträuch. Nun kleiner. Hey, ja. So, dann holen wir uns jetzt mal. Hey, ja. Ich weiß, ich wollte das verkaufen, aber ich habe ja Joghurt und ich habe Ding. Kann ich auch die richtig guten Sachen eigentlich hier rein da drin. Außerdem habe ich eh nur einmal. Noch unterschiedliche sind. Kostet mich nachher nur Taschenplatz. Erstmal Käse. Dann. Bitter Kräuterkäse könnte ich auch herstellen. Joghurt. Mehr geht nicht hinein, dann hole ich schon mal was raus, damit da wieder was hineingeht. Was wollte ich jetzt? Joghurt. Nee, nicht die Butter. Was falsch jetzt reingetan? Ach, verdammt. Kräuterbutter geht auch, ne? Versuchen wir mal. Also man kann schon so ein bisschen was machen. Mayonnaise. Ach nee, ich wollte ja noch den Matcha-Tee machen. Ne? Da habe ich so viel Sachen in Auftrag gegeben. Oha, oha. Krieg ich doch alles gar nicht getragen. Hey, ja. Und das sind auch alle unterschiedliche Sachen. Das ist ja eh für das Blumenfest, das bleibt ja drin. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so. So, jetzt gucken wir mal, was die Gießkanne sagt. In einem sehr seltsamen Radius gießt die Gießkanne. Was niemand versteht. Okay. Das ist ein mega seltsamer Radius. Mayonnaise ist fertig. Meine Erdbeeren sind auch fertig. Ach, das Tier muss noch. Okay. Eigentlich würde ich kriegen.
Zeit ein paar Erdbeeren verkaufe ich wieder so und zu anderen mache ich Erdbeermarmelade. Was mache ich nur mit den ganzen Erdbeeren? Naja, ab Sommer wird es ja eh besser, dann werden ja hier im Prinzip die ganzen Erdbeeren mal kurz rausgeholt, beziehungsweise nacheinander rausgeholt. Und durch Gurken und durch bessere Erdbeeren ersetzt, sagen wir es mal so. Ja, dann wird hier halbe-halbe gemacht. Und ich hoffe ja im Prinzip, dass wenn wir zum Beispiel den Basar verbessern, dass wir vielleicht auf dem dritten Basar noch irgendwie eine andere Frucht vielleicht kriegen. Ein Bäumchen vielleicht noch, wenn nicht, mache ich daraus da oben Tee. Nochmal, dann habe ich so 3 Teebäume. Oder, was auch sehr cool wäre, vielleicht noch irgendwie einen Obstbaum. So Spargel soll es auch geben, aber ich glaube, dafür muss ich wirklich dann einen besseren Basar haben. Naja, und 19 geht ja noch. Weiß zwar nicht, warum ich jetzt die Erdbeermarmelade geändert habe, aber ist egal. Hm, sieht schön. Bis jetzt hält sich ja noch alles in Grenzen. Nur klar, meine Produkte werden natürlich auch besser. Wo ist mein Pferd? Der springt doch sonst immer hier so rum. Ja. Und aus den Kartoffeln wollte ich Kartoffelbrei machen. Hätte ich schon. Mal trainieren. Habe ich es geschafft. Kombi! 25. 52. Neuer Rekord. Ein neuer Rekord. Der Tag ist so schnell. Er ist wie der Blitz. Nur schneller. Oh, bitte ist fertig. Go. Mal sehen. Kräuterbutter hat sogar volle Sterne gekriegt. Also ich denke, es lohnt sich schon, dann eher auf Kräuter jetzt mal zu gehen. Matcha-Tee muss ich noch kochen. Ich kann ja eigentlich auch kurz vorm Basar machen, wenn ein anderer Tee fertig ist. Also am Freitag. Was sagt denn der Hund? Ich kann mit dem Hund trainieren. Wenn ich ihn finde. Ja. Kino braucht Training. Ich weiß gar nicht. In der Lage. Eigentlich wollte ich nicht schräg schmeißen, aber ist egal. Hat er es gefunden? Tatsächlich, ja. Und das dritte Mal. Was ist denn das für ein Level-Up, was sie kriegen? Ist das jetzt... Wir haben jetzt einen Trainingsstern dazu gekriegt. Braver Hund. Dafür schmeiße ich dich eine Runde. Ding ist auf jeden Fall, geht's wieder besser. Zuneigung, nee, hat ein Herz, hat ein Training dazu gekriegt. Okay. Sehr gut. Wir könnten ja mal gucken, ob das heute funktioniert mit
Mit dem Event. Das wäre sehr cool. Lawrence hat immer noch nur 4. Mensch, Lawrence! Oh. Scheiße. Und auch was drin, was ich brauche? Nee. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal düngen. Hier habe ich ja auch noch Erdbeeren. Habe ich die nicht gegossen? Die Erdbeeren nicht gegossen. Ich muss nochmal gucken. Also, bei aller Liebe, ne? Ich muss aber noch 2-mal in die Gießkanne investieren. Weil die wird ja nur immer für die Hälfte besser. Aber so wie die jetzt gerade gießt, ist ja Schwachsinn. Ja, dumm. Komm doch mal mit. Gehen wir eine Runde. Ich muss jetzt bis nach 21 Uhr warten. Ja gut, gutes Kätzchen. Was haben wir denn eigentlich jetzt noch für Feste? Also das hier, das Blumenfest. Das ist Dankfest. Gehfest. Ah, hier ist ein. Hier ist das Schafsfest. Das wird Mary leider nicht gewinnen. Weil dafür haben wir sie erst so frisch. Hier ist erst das Springreitturnier. Dann ist hier nur noch Kürbisfest, Sirup. Und was haben wir hier? Hier ist das Hundefest. Also Xeno hat noch ein bisschen Zeit, eventuell noch was zu reißen. Wenn wir ihm ganz viel Liebe schenken. Und das war's. Fand ich nochmal so ein Snowboard-Ding? Snowboard-WM, die Anfängerstrecke. Bis hinter Erntetag. Dankfest, Frühlingsfest. Aber warte nicht nochmal so, die Skateboard gibt's ja gar nicht, ne? Die machen ja gar kein Skateboard-Fest. Das ist ja nur Snowboard immer. Aber das kriege ich hin. Und ich denke mal, Dark wird vielleicht dieses Jahr auch sein Training beenden. Ne? Dass er denn, dass ich den auch nicht mehr so krass trainieren brauche. Hey, ja. Warum hier nicht mit, Leute? Wo sind denn die ganzen Sachen? Irgendwann werde ich hier auch noch alles vollknallen mit, wahrscheinlich mit Traum und Muskatnuss für den Herbst, dachte ich mir. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Meine Kartoffelchen. Ach, Rüben habe ich auch noch, aber die kann ich ja statt der Kartoffelchen dann machen. Dass man immer so warten muss, bis man hier mal reinkommt. Der Käse ist schon mal durch. Hab halt ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt nur anfange hier so mit wollte ja den guten die gute Milch mit den guten Eiern zusammen wieder zu so einem Omelette machen. Die normalen Eiern vielleicht einfach nur zu Spiegeleier. Aber so viel ist es noch nicht. Hier habe ich noch ein bisschen. Wenn ich denn erst bei dem Ding hier bin, dass ich das angreifen muss, dann werde ich neu kaufen. Ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen Dünger kaufen. Und sonst ist eigentlich nur das hier. Kekse bleiben auch. Ja, okay, dass sie jetzt so verschiedene Sorten haben, das ist halt ein bisschen blöd, aber... Was willst du machen? Nach 21 Uhr haben sie gesagt, wenn die Sonne scheint. Ich denke mal, dass sobald wirklich, dass wir das Event triggern, werde ich Antje fragen, ob sie mich heiratet.
Damit wir endlich auch mal da weiterkommen. Da wäre ich beinahe in meine Gurken reingelaufen. Nach der ersten Ernte will ich dann halt hier nochmal unsere Gurken und Erdbeeren nochmal düngen. Ey, ja. Weil ich denke, das lohnt sich schon. Ey. Komm schon. Bitte. Ja, ihr seid hier noch so schön am Machen, ne? Morgen ist gar nichts, aber Mittwoch ist das Ernten- und Frühlingsfest. Muss ich denn bis 12 Uhr warten? Alle Blümchen sammeln bis dahin und dann immer schön verschenken. Immer schön eine Tasche haben und jedem mitbringen. Na, komm schon. Komm schon. Na, komm schon. Das ist 21 Uhr. Okay. Ich schwören können, dass der hier ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch einfach, dass der Lawrence mir da noch einen Strich durch die Rechnung macht, dass der noch nicht so weit ist. Hey, ja. Aber das ist doch zum Wasserfall, oder nicht? Aber der Lawrence hat wahrscheinlich schon so ärgerlich. Ich denke mal, an Felix kann es nicht liegen. Also Felix müsste jetzt um die 30 Punkte haben. Ja, einen Tag schaffen wir noch. Einen Tag schaffen wir noch. Ihr könntet auch einfach mal wirklich mal öfters regnen jetzt, ne? Dass ich nicht so viel habe. Alle haben gefressen, das freut mich. Jetzt nicht! Ich muss Kuh Nummer 1 und Kuh. Oh, jetzt habe ich zwei Kühe und eine Kuh doppelt gemacht. Ich meine, sobald die ja draußen ist und dann so gießen muss. Quatsch, nicht gießen. Melken muss, dann ist das nicht so schlimm, weil ich muss ja eh draußen. Aber. Ein bisschen blöd. Ein Huhn. Was ist denn das immer für ein Huhn, was hier keine Eier gibt? Bist du doof? Ich muss einen Huhn wieder einfangen. Die kriegen nur alle zu fressen und manche gehen raus und manche halt nicht. Aber das ist doch Latte. Und die Qualität von meinem Tee wird sich ja nicht steigern. Was schade ist. Also ich werde auf jeden Fall... Das ist eigentlich eine gute Idee. Also ich sage, okay, ich mache so drei Teebäume immer für den Frühling, damit ich diesen Matcha-Tee verkaufen kann. Mache ich aber noch so drei Teebäume vielleicht draußen, aber das habe ich gar nicht. Wenn ich denn auch noch alles mit Trauben und er voll knallt. Ey! Blöd. Ey! Boah, jetzt kommt her, deine Gießkanne ist alle. Jetzt guck
Gucken wir mal. Du hast 3,5. Du hast auch 3,5, also kein Unterschied. Komm's rein. Komm's rein. Dann warte ich jetzt mal mit dem Käse, bis ich vielleicht die Kräuter bekommen habe. Wer hat das Schaf mit rausgenommen? Eine Kuh und ein Schaf. Also zwei Kühe und zwei ein Schaf. Krass. Ich hab voll den krassen Hund hier. Ich hasse manchmal Schmetterlinge. In diesem Spiel auf jeden Fall. Sieht irgendwie auch alles, aber alles gegossen aus. Hier nochmal unser Glück. Ey, ja. Ey. Dann halt nicht. Aber hier ist alles gegossen, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, klar, dass das nicht funktioniert. Ey! Ey, ja, ey! Ah! Wir könnten wieder hier irgendwas mit Kamille machen. Was für ein schöner Morgen. Wem sagst du das? Doch, aber Öl. Ach, wieso verkauft der Mutsch kein Öl bei sich, ey? Das wäre so cool, wenn er einfach Öl verkauft. Ich habe das Gefühl, ich sammle auch viel bessere Sachen jetzt zur Zeit, ne? Die haben alle so um die 3. Was ziemlich cool ist. Na komm, nochmal. Den Tausender kann ich mir noch leisten. Bevor ich pleite werde. Am nächsten Mal. So, Kamille habe ich jetzt aber noch nicht gefunden. Also ich habe einmal Minze, glaube ich, und einmal Kamille. Lass mich warten, der Lorenz hat sich schon wieder irgendwo versteckt, ey. Wird das schon wieder irgendwo sein, wo ich den nicht reinkriege? Ey, ja!
Ich wische nochmal schnell das Öl. Hey, ja. Ist ja wichtig. Und hier so viel mit Öl machen kann. Herstellen. Mehr geht nicht rein. Ach Mensch, warum kannst du denn nicht mehr? Nicht noch Butter? Nee. Falsche Butter. Joghurt und Joghurt. Alles, was kann ich aus Joghurt machen? Kommst du mal rein? Kommst du mal. Ich will was ausprobieren. Jetzt brauche ich aber einmal Joghurt. Dafür nehme ich den etwas schlechteren Joghurt. Habe ich vergessen, noch den Tee zu machen. Meint ihr, es gibt sowas wie Erdbeerjoghurt? Und wir wasten mal eine Erdbeere. Ein Joghurt. Es ist ein Fehlschlag gewesen. Okay, gut, ich hätte jetzt wirklich gedacht, aber hey, vielleicht kann man ja Erdbeerjoghurt machen, aber anscheinend doch nicht. Ich hab auch was vergessen. Ach komm, wir müssen das noch tun. Weil ich unbedingt ja mal wieder springen musste. Aber er hat sich gefreut. Wir könnten noch mal gucken. Ob er hier ist? Meine Energie nicht sparen. Ich habe alle Zeit der Welt hier. Scheint er nicht zu. Was sind denn? Wir könnten aus den Kartoffeln auch Kompost machen. Jetzt haben wir so viele Möglichkeiten, ne? Was wir aus dem ganzen Kram machen könnten.
Bauern haben wir schon wieder nicht gefunden. Dass er sich immer mal wieder versteckt, das ärgert mich. Ey, ja. Muss ja die Sachen. So, jetzt kann ich aber Tee machen, ne? Ja. Sehr gut, jetzt habe ich unterschiedliche Arten von Butter und Kräuterbutter und Joghurt und Käse und... Hier kurz gucken, was ich für Pommes frites brauche. Nach Rezept. Das ist kein Salat. Und keine Suppe hier. Nur Dings. Toll. Ja, das läuft doch. Links voll. Ja, ey. Jetzt brauche ich das. Dann werden wir noch ein bisschen was machen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit. Warum habe ich den jetzt gefangen? Das ist doch schwachsinnig. Okay, ja, von der Kraft. Das braucht nicht so. Hier habe ich alles gegossen da. Kartoffeln müssten aber auch bald soweit sein. Ich glaube, das ist nur noch morgen oder spätestens übermorgen. Also vor dem Bazar werden auf jeden Fall noch die Kartoffeln fertig. Ey, ja. Ey. Noch ein. Ey. Ey, so. Hier alle drin. Nein, aber auch alle da drin. Hier draußen halt Tröpfchen. Hier die Ecke finde ich ein bisschen kritisch. Weil ich nie weiß, ob da jetzt jemand ist oder nicht. Dann müssen wir den Hund noch tun. Komm Hund, fang! Ja, vielleicht ist jetzt der Lawrence vielleicht abends ein Café, das wäre eigentlich sehr nice. Also reingehen kann ich schon nicht. Ab und zu ist er ja. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Komm schon, Lawrence, wo steckst du? Ab und zu ist er bei seinen Mädels hier oben. Ich. Steck denn die Pfeife? Lass mich raten, du kannst ja jetzt reingehen, aber ich nicht. Weil ich nicht mit dem Best Friend bin.
Der geht da gar nicht rein. Ey, ja! Ey, ja! Hat er den? Also hätten wir den geheiratet, wäre es echt schwierig geworden. Aber zum Glück gibt es hier noch keine gleichgeschlechtlichen Ehen. Da habe ich nämlich noch mal Glück. Man hier auch mal im blöden Herbst die Herbst-Tee braucht. Das ärgert mich. Was würde passieren, wenn ich einfach nur Tee, also nur Joghurt mache? Ich hab schon Tee. Hab ich ja schon. Ein bisschen herumexperimentieren. Ey! Ich würde ganz gerne ein bisschen. Ja, Eiscreme haben wir schon, okay. Dann mach einfach mal. Ich sag. Na gut. Ist halt so, ach ja, die Miete. Oh. So, dann kann ich schon mal meine ganzen Blümchen rauf. Jedenfalls, wenn ich nicht ganz viel habe, weil mehr wird das Dorf nicht haben. Dann speichere ich hier ab. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.